Timmy Sam. Ich habe euch ein paar coole Tanzschritte mitgebracht und alle, die Bock haben, lade ich heute herzlich ein. Macht einfach mit. So, ihr Lieben, ich würde vorschlagen, wir beginnen mit einem Warm-up, um ein wenig die Gelenke auch in Form zu bringen. Nicht, dass wir uns verletzen oder so. Dafür würde ich einfach mal vorschlagen, bevor ich mich hinstelle, bitte die Musik an. Du stellst dich ungefähr schulterbreit hin, lässt die Arme fallen. Kannst auch in den Knien ein bisschen lockerer werden, kannst sie so ein bisschen schütteln und wir fangen an, unsere Schultern nach hinten zu bewegen. Dabei kannst du in den Knien mitgehen. Mal noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir nehmen die Hände, machen sie auf und zu, auf ungefähr für 5 Sekunden. 5, 4, 3, 2, 1. Du ballst deine Hände zur Faust und kreuzt. 5, 4, 3, 2, 1. Du nimmst deine Arme auseinander und kreist. Auch für 5 Einheiten und 4. Und 3. Achte dabei darauf, dass die Arme wirklich gerade bleiben. Wir schütteln ein wenig aus, widmen uns den Füßen zu. Ihr könnt euch auch generell immer zur Musik bewegen, das ist gut. Aber als allererstes wollen wir ein bisschen Seil hüpfen. Dazu brauchen wir auch kein Seil. Wir tun einfach so. Jeder kennt Pantomime. Also so tun, als hättest du irgendwas da. Ein Seil zauber ich mir jetzt hierher, schüttel es nach hinten und beginne zu hüpfen. Dann machen wir ein bisschen länger. Dann gehen wir auf 20 Einheiten. Und 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13. Du hast bald geschafft. Und 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Und ausschütteln. Wir fangen wieder an den Armen an. Du sagst Stopp und ziehst deine Finger nach hinten zu dir. 5, 4, 3, 2. Und die Hand fallen lassen und wieder zu dir nach hinten ziehen. Und das Ganze auf der anderen Seite. Sag Stopp, zieh nach hinten. 5. 4, 3, 2, 1, lass fallen und halte. Sehr gut. Auch hier kannst du wieder ausschütteln. Jetzt bitte ich dich, oh, mir ist schon ein bisschen warm geworden, ich hoffe dir auch, deshalb ziehe ich mal mein Jäckchen aus. Ich bitte dich jetzt, den Arm hoch in die Luft zu nehmen und den oberen Arm einfach nach hinten, hinter den Kopf fallen zu lassen. Wenn du schaffst, dann probier doch mal, dass du an den Halsanfang deine Hand ablegst. Ich zeig's euch nochmal. Die andere Hand geht an den Ellenbogen und du ziehst. Es gibt einige unter euch, die sind sehr, sehr gelenkig. Umso weiter du runter gehst, umso mehr spürst du hier die Dehnung. Super, wir lösen auf. Und machen das Ganze auf der anderen Seite. Du lässt wieder fallen und ziehst an deinem Ellenbogen. Das machst du sehr, sehr gut. Es muss nicht perfekt sein. Ungefähr, dass wir uns ein bisschen dehnen. Ich zeig's dir nochmal. Und jetzt kannst du allmählich wieder auflösen. Für die Kleineren, die Jüngeren unter euch noch eine Übung, die möchte ich noch ein bisschen erklären. Jetzt streckst du wieder deinen Arm aus, tust den unter das Kinn, der Arm bleibt aber ausgestreckt und jetzt gehst du mit der Hand ein bisschen leicht dagegen. Einige kennen das noch aus der Kita-Zeit der Elefanten, so ähnlich ist es auch, aber hier bitte schön drücken und wir halten wieder ein wenig. Das machst du sehr, sehr gut, das muss nicht perfekt sein, Übung macht den Meister. Und wir wechseln jetzt wieder die Seite. Nimm den anderen Arm und das Kinn
und schieben ein wenig rein. Und auch hier hältst du wieder ein wenig. Sehr gut. Du löst wieder auf. Und wir gehen jetzt runter zu unseren Beinen. Da bleiben wir auch so stehen. Und jetzt versuchst du mal, so weit es geht, lass die Beine auf jeden Fall gerade und versuch mal, so weit es geht, runterzukommen. Wenn du nur bis hierhin kommst, ist es voll in Ordnung. Wenn du noch weiter kommst, umso besser. Es gibt aber einige unter euch, die können das hier. Oder sogar noch mehr. Und wir halten hier wieder. Und dann zur Mitte. Da setzen wir die Arme ab. Wenn du nur bis hierhin kommst, ist es voll in Ordnung. Wichtig sind die Beine, dass die durchgestreckt bleiben. Und du hältst. Es gibt einige unter euch, die schaffen sogar das hier. Und du hältst. Und dann machst du weiter zum nächsten Bein. Und auch da. Nur so weit es geht. Wie gesagt, wenn einige nur das schaffen, ist es voll in Ordnung. Kannst dich hier auch abstützen. Man spürt es ja, wenn das Bein sich dehnt. Soll auf gar keinen Fall wehtun. Nur so, dass du das Gefühl hast, okay, ich glaube, ich spüre es. Und bis zu diesem Punkt und nicht weiter. Super. Jetzt darfst du dich auslockern. Und jetzt würde ich sagen, sind wir startklar. Erste Acht. So, bevor wir anfangen, würde ich euch noch gerne eine Sache erzählen. Und zwar habe ich euch heute einen kreativen Kindertanz mit Hip-Hop-Elementen mitgebracht. Und im Hip-Hop ist es so, dass wir immer bis 8 zählen. Also wundert euch nicht. Jeder Schritt bekommt eine Nummer. Und wenn wir dann beim 8. Schritt sind, mache ich nicht mit 9 weiter, sondern beginne wieder bei der 1 und dann sind wir schon in der zweiten 8. Ich würde aber vorschlagen, wir beginnen und ihr werdet es sicherlich direkt verstehen, was ich meine. Bitte Musik an. Ich würde euch bitten, ein bisschen zurückzugehen, weil wir müssen 3 Schritte vorlaufen. Wir beginnen mit rechts. Der rechte Fuß geht vor, der linke zieht nach und der dritte Schritt wieder mit rechts. Gezählt wird das Ganze. 1, 2, 3 und auf 4 springst du auf. Ich würde vorschlagen, wir versuchen es nochmal zum Beat. Ist ganz simpel. 5, 6, 7, 8. Lauf vor. 2, 3 und 4. Sehr gut. Das kannst du natürlich immer wieder wiederholen, falls es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Drückst du einfach auf Stopp, sprühst zurück und beginnst nochmal von vorne. Die 5, wir sind ja aufgesprungen, da würde ich dich bitten, so einen kleinen Bogen zu machen. Dafür in die Knie zu gehen, Hände kannst du auf die Oberschenkel legen. 5, 6. Lass es uns nochmal wiederholen. Wir beginnen wieder hinten mit 3 Schritten nach vorne. 5, 6, 7, 8. Lauf 1, 2, rechts, spring auf und Bogen. Sehr gut. Der nächste Schritt hat einen Doppelschritt in sich. Du kannst nämlich jeden Schritt auch in ein Und unterteilen. Und die nächste Schrittabfolge sind genau 3 Schritte. 7 und 8. Ich zeige es jetzt einmal langsam, bevor wir ins Schnelle übergehen. Du bleibst mit deinen Füßen da, wo du bist und benutzt jetzt nur die Hände. Die Hände überkreuzen und beziehungsweise die Arme überkreuzen und fasst dich an den Schultern an. Das ist deine 7. Die Und, oder das Und, da ziehst du deine Arme quasi zur anderen Schulter hin. Die 8, da gehen die Arme und die Hände sind in der Faust, gehen einfach gerade runter. Ein bisschen schneller wird das jetzt folgendermaßen ausschauen. Du hast 7 und 8. Oh, du merkst, ich verändere was mit meinen Händen. Hier bin ich noch relativ locker. Hier formen sich meine Hände schon ein bisschen anders. Und hier werde ich dann wirklich zur Faust. Ich würde vorschlagen, diese eine 8 wiederholen wir mal alle zusammen. Wir beginnen erstmal langsam. Und dann geht es darum, dass wir es zur Musik tanzen können. Erstmal langsam gestartet. Wir haben auf die Plätze, fertig, los, wir laufen rechts, links, rechts, was kam? Der Sprung, dann der Bogen, auf 5, 6 und jetzt der Dreierschritt, 7 und 8. Du springst zum Schluss auf 8 nochmal zusammen. Sehr gut. Das Ganze versuchen wir jetzt einfach mal zum Beat. Das
muss wie gesagt nicht perfekt sein. Übung macht den Meister. Und wenn du dir nicht sicher bist, ich helfe dir, spule einfach zurück und wir üben nochmal zusammen. Dann 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ey, das hast du super gemacht. Zweite 8. 8 Schritte hast du schon drauf und ich hoffe, du stehst noch ungefähr so. Also das war ja unsere letzte Nummer 8 und von hier aus geht's weiter. Jetzt machen wir gar nicht so viel mit den Händen und mit den Armen, sondern jetzt sind unsere Beine dran, die müssen jetzt etwas arbeiten. Dafür nimmst du dein rechtes Knie hoch. Ich zeig's dir einmal von der Seite. Mein Fuß arbeitet mit, also ich lasse ihn nicht tot hängen, sondern ich gehe ins Flex rein. Das bedeutet, dass ich so eine Kante von einem Würfel habe. Rechter Winkel, falls es auch einige wissen. Also, du nimmst dein Knie hoch und dann kickst du zur Seite. Dabei arbeitet auch mein Oberkörper mit und geht ein bisschen schräg rein. Dann machst du einen kleinen Wechsel zwischen den Füßen. Einige kennen das vom Loser-Song oder Loser-Tanz. Ne, das da ist eigentlich genau das Gleiche. Nichts anderes. Also kickst zur Seite, schwupps und ziehst dein Bein hoch. Ich zeig's dir noch einmal. Knie, Kick, Wechsel, zieh rein. Das Ganze gezählt, ganz einfach. 1, 2, 3, 4. Probier dich aus. Es muss nicht beim ersten Mal funktionieren. Wir machen es nur mal langsam. Und 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Noch einmal. 1, 2, 3, 4. Sehr gut machst du das. Die nächsten 4 Schritte sind relativ einfach. Dafür gehst du zur Seite und nimmst auch die Arme zur Seite. Alles ist ausgestreckt. Ich arbeite mit meinem ganzen Körper, habe überall Anspannung drin. Und ziehe mit dem anderen Fuß nach und gehe dann mit den Armen über Kreuz. Das Ganze tue ich auch auf die nächste Seite, also auf die andere Seite, da gehe ich auch hin. Arme ausgestreckt und dann wieder über Kreuz. Das ist dann 5, 6, 7, 8. Das versuchen wir jetzt gemeinsam. Und dann Bein reingezogen und haben 5. Noch einmal langsamer. Unser Bein reingezogen auf 4. Dann haben wir 5, 6, 7, 8. Wir wiederholen mal die ganze zweite 8. Ist deine Ausgangsposition, weißt du noch, Fäuste, haben wir Knie, Seite, zieh rein und lauf. Kreuz, Lauf, Kreuz. Und wie fühlst du dich? Ich hoffe, es gefällt dir und du hast Spaß dran. So, ich würde vorschlagen, wir verbinden jetzt einfach mal beide Achter miteinander. Dafür gehen wir wieder nach hinten. Du weißt noch, wir fangen an zu laufen. 5, 6, 5, 6, 7, 8. Das Ganze machen wir noch etwas langsam. 5, 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut, das darfst du so oft du willst wiederholen. Wir machen es noch einmal zusammen. Und auf die Plätze. Fertig. Los. Und 1, 2, 3, 4. Und wir bumm. 6, 7 und 8. Und 1, 2, 3, 4. Zur Seite nach rechts. Und zur Seite nach links. Super. So, nachdem ihr jetzt so fleißig gewesen seid, würde ich vorschlagen, wir versuchen das Ganze einfach mal ein bisschen schneller. Ihr hört ja schon die Musik. Und dazu würde ich euch noch gern eine Kleinigkeit erklären, und zwar der Rhythmus. Ganz leicht rauszufinden. Rhythmus findet man nämlich immer was Klatschen raus. Das ist unser Rhythmus. Und wir zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also du merkst, du kannst dieses Lied und den Tanz auch schneller miteinander kombinieren. Also für die Guten unter euch, die schon ein bisschen geübter sind oder vielleicht sogar Hip-Hop-Unterricht haben, aber der leider nicht stattfindet, lass es uns mal schneller versuchen. Wir haben 5, 6,
5, 6, 7 und 8 und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Wunderbar. Dritte 8. So, nachdem wir jetzt unsere 2 Achter fleißig einstudiert haben, geht's weiter mit der dritten 8. Wir gehen runter auf 1 und haben dann 2 Takte Zeit. Dafür gehen wir mit den Armen in einer Wellenbewegung hoch auf 2, 3 und auf 4 springst du wieder auf. Das Ganze nochmal zusammen. Du hast 1, 2, 3, 4. Nochmal. Auf die Plätze, fertig, los. Du hast 1, 2, 3, 4. Sehr gut. Vielleicht kennen das einige auch schon von euch. Der nächste Schritt wird ein Bounce-Schritt sein. Fürs Bouncen eigentlich ganz simpel. Stellst du dich wieder so hin, ungefähr Hüftbreite, ein bisschen weiter auseinander. Und beim Bouncen arbeiten die Knie. Die machen eigentlich nichts, als die ganze Zeit nach vorne zu kommen. Das Ganze zeige ich euch mal von der Seite. Gehst einfach nach vorne. Ja, das ist Bouncen, das ist der Grundschritt. Und was die Hip aber machen, die kombinieren ganz viel damit. Aber das ist so im Grunde genommen der Bounce-Grundschritt. Und wir kombinieren das ein bisschen mit rechts und links. Dafür würde ich dich bitten, leicht nach rechts zu bouncen. Die Knie bleiben aber gerade, die zeigen nach vorne. Also bitte nicht so oder so oder so, sondern wirklich in diesem Grundschritt bleiben und zur Seite. Zur Seite. Zur Seite. Probier das vielleicht ein paar Mal aus. Einige, die es vielleicht noch nicht kennen, müssen erst ein Gefühl dafür entwickeln. Du darfst auch dabei auf deine Knie schauen. Gucken die immer nach vorne oder gucken die zur Seite. Dann korrigier etwas. Wir bouncen 5, 6, 7 und dann gibt es einen Sprung wieder auf die 8. Weil die meisten Rechtshänder sind, neige ich dazu, rechts anzufangen. Also wir haben 1, 2, 3, und dann springst du wieder zusammen. Das Ganze jetzt mit den richtigen Zahlen. Wir sind nämlich bei 5, 6, 7, 8. Also du hast 5, 6, 7, 8. Die Hände und die Arme möchte ich für euch einfach als Freestyle lassen. Freestyle bedeutet auf Deutsch freies Tanzen. Das heißt, du darfst mit deinen Armen machen, was du möchtest. Du kannst sie natürlich so hängen lassen, so wie ich das gerade gemacht habe. Du darfst aber auch machen und dich voll austoben. Also beweg deine Arme, wenn dir danach ist. Unser Grundschritt bleibt gleich. Ich würde jetzt vorschlagen, wir kombinieren mal die kompletten 8 Schritte aus dieser dritten 8 zusammen. Auf 1 gehen wir runter. Auf die Plätze, fertig, los. Wir haben 1, 2, 3, 4, bounce. 5, 6, 7, 8. Nochmal am besten. Du kannst ruhig die Arme ausprobieren. Das mache ich jetzt mal in der Runde auch. Auf die Plätze, fertig, los. Noch langsam. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Probier das ruhig ein bisschen für dich aus. Also der es noch nicht gewohnt ist, der kann gerne noch ein bisschen dran üben. So, wenn du jetzt diese dritte 8 intus hast, würde ich vorschlagen, dass wir das Ganze einfach mal schneller ausprobieren. Auf die Plätze, fertig, los. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Sprung. Wir machen das Ganze nochmal. Achtung, ich gebe wieder das Signal. 5, 6, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4, bounce, 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 Sprung. Super. Wenn ihr jetzt auch soweit seid, würde ich vorschlagen, dass wir nochmal alle 3 Achter langsam wiederholen. Dafür würde ich euch bitten, nochmal nach hinten zu gehen, weil wir mit den 3 Schritten beginnen. Ich gebe euch wieder das Signal. 5, 6, 7, 8, wir laufen vor, vor, Sprung, 5, 6, 7 und 8, das Knie zur Seite, wisst ihr noch, wir gehen zur Seite, Kreuz, zur Seite, Kreuz, jetzt gehen wir runter, 1, 2, 3, 4 und Bounce, Bounce,
Bounce, Sprung. Ich hoffe, ihr habt auch dran gedacht. Also am Ende springen wir nochmal zusammen. Das ist super, super wichtig, dass wir auch bei der letzten 8 auf jeden Fall mit den Füßen zusammenstehen, weil es danach mit geschlossenen Beinen weitergeht. Ich würde vorschlagen, das Ganze probieren wir jetzt nochmal aus. Ich würde dich nochmal nach hinten bitten. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8 Knie. 1, 2, 3, 4. Wir gehen zur Seite. 5, 6, 7, 8 und runter. 1, 2, 3, 4, Bounce. 5, 6, 7 und Sprung. Super. Vierte 8. Wir sind schon auch fast am Ende unseres Tanzes. Du erinnerst dich, wir standen mit geschlossenen Beinen da. Die Arme sind runter, waren unten am Körper. Und ich möchte jetzt einen kleinen Switch, einen kleinen Wechsel machen. Und zwar hast du ja die ganze Zeit jetzt diese 3 Achter mit der rechten Seite vorwiegend gearbeitet. Alles, was du begonnen hast, hast du mit rechts begonnen. Und weil wir jetzt ein bisschen das Gehirn noch herausfordern wollen in der Koordination, widmen wir uns jetzt unserer linken Körperhälfte zu. Die Nummer 1, also der erste Schritt aus der vierten 8, den muss ich dir ein bisschen aufschlüsseln. Und zwar springst du mit deinem linken Fuß leicht zurück. Ich habe es jetzt einmal von der Seite gezeigt, damit ihr seht, dass ich gar nicht so hoch springe. Ich springe mehr nach hinten. Schau mal. Also ganz simpel. Kurz, knackig. Nicht mehr. Zack. So. Du hast auch eben gesehen, dass mein Fuß, mein anderer Fuß, ausgestreckt war. Auch hier würde ich bitten, dass du wieder so einen Flex machst. Also die Fußzehen, die zeigen nach oben zur Decke. Wir versuchen das mal beides miteinander zu kombinieren. Wir haben 5, 6, 7, 8, die Füße, zack. Ja, nochmal. Und 5, 6, 7, 8, nach hinten. So, jetzt würde ich dir doch gerne erklären, was du mit deinem linken Arm bzw. mit deiner linken Faust machst. Und zwar bockst du auf die linke Fußzehe zu. Das Ganze schaut dann so aus. Zack. Der andere Arm bleibt, der versetzt sich so ein bisschen nach hinten. Schulter kann mitgehen, aber es geht hauptsächlich um diese Geschichte, dass deine Faust zu den Fußspitzen zeigt und dabei hüpfst du knackig und kurz nach hinten. Jetzt versuchen wir mal alles miteinander zu verbinden. Ich gebe dir wieder ein Signal. Auf die Plätze. Fertig, los und 1. Boah, hast du es hingekriegt? Wenn ja, mega, weil ich finde, an dieser einen 1, ja, sind so viele Sachen drin, auf die man achten muss. So, jetzt würde ich vorschlagen, wir machen direkt mit der 2 weiter. Du stehst hier so bei der 1 und die 2 setzt einfach gemütlich ab. 2. Mehr musst du gar nicht machen. Das Ganze machen wir, wiederholen wir. Gib dir wieder ein Signal. Auf die Plätze, fertig, los. Und wir haben 1, 2, 3 und 4. Ist wieder so ein Dreier-Ding, so eine Verdopplung. Da hast du 3 und 4. So, das erkläre ich dir jetzt nochmal kurz, etwas verlangsamt. Du stehst ja hüftbreit auseinander. Dann gehst du mit dem linken Fuß ein bisschen rein, das ist deine 3. Und der rechte Fuß geht wieder nach außen. Und dann fäst du deine rechte Schulter an mit den linken Fingern und schiebst die nach hinten, sodass du seitlich mich anschauen kannst. Sehr gut. Wir machen es mal langsam, probieren es aus. Auf die Plätze, fertig, los. Du hast den Sprung, 2, 3 und zack. Ich möchte diese Schulter von dir sehen, ja? Mit keinem Brust, ich will nur die Schulter und die Seite von dir sehen. Nochmal. 5, 6, 7, 8. Wir haben 1, 2, 3 und 4. Ich glaube, das ist schon eine kleine Umstellung, so ein bisschen auf links zu arbeiten. Aber ich finde es mega, wenn du dich diese Herausforderung stellst. Noch ein letztes Mal wiederholen wir es. Und auf die Plätze, fertig, los. Wir haben 1, 2, 3 und 4.
2, 3 und 4. 5 ist auch relativ einfach. Du stehst ja so seitlich da, das hat nämlich einen ganz, ganz wichtigen Grund, weil wir springen jetzt nach hinten. Dafür nehmen wir beide Hände nach vor uns, ungefähr so. Ist egal, welche Hand vorne und hinten ist. Hauptsache, du bist ausgestreckt und springst jetzt nach hinten. 5. Ich stelle mich jetzt extra nochmal in die 2 hin, zeig's euch nochmal. 3 und 4, 5. Bei der 6 öffnen wir uns wieder. Also stell dir vor, ich wäre dein Publikum oder du wärst mein Publikum. Jetzt öffnen wir uns wieder zueinander hin. 6. Dabei arbeite ich wieder mit meinen Armen. Habt ihr die so vor mir ausgestreckt? Mein rechter Arm geht nach hinten zur Seite. Mein linker Arm und meine Faust, die ich jetzt gebildet habe, gehen in einem großen Bogen nach vorne bis über auf die andere Seite. Und das ist die komplette 6. Also die komplette Nummer 6 muss relativ schnell hier sein. Ja, lass es uns nochmal von vorne langsam ausprobieren. Wir haben auf die Plätze. Fertig. Los, du hast den Sprung. 2, 3 und 4. Zurück. Und groß werden. Genau, also ich war relativ schnell. Versucht es einfach so schnell es geht. Ja, also wenn ihr so ein bisschen langsamer seid, ist überhaupt gar kein Thema. Dafür habe ich nämlich auf den letzten Metern unserer Choreo einen kleinen Freestyle eingebaut. Also so einen richtigen Freestyle. Und zwar bitte ich dich dafür jetzt mal ganz kurz ein bisschen fantasievoller zu werden. Wir stellen uns mal jetzt hier eine Linie vor, auf Augenhöhe. Dann stellen wir uns unter der Nase noch eine Linie vor. Und ich würde vorschlagen, noch so unter dem Kinn eine Linie vor. Und wir wandern mit dem Kopf von Linie zur Linie. Ja? Wir haben 7 und 8. Nächste Sache, ihr dürft mit den Armen arbeiten. Ihr dürft machen, was ihr wollt. Wir haben 7 und 8. Ist egal, was ihr kombiniert. Ja, kannst auch machen 7 und 8. Kannst machen 7 und 8. Ist völlig wurscht. Deshalb nennt man es Freestyle, freier Tanz. Da entscheidest du, was du machst. Was ich aber im Freestyle möchte, ist, dass du die Seiten einsetzt. Also wir haben 7 und 8. Du kannst auch die Mitte einsetzen. Such dir, beginn mit der Seite, die dir lieber ist. Also rechts ist mir lieber und deshalb beginne ich rechts. Ich mag links eigentlich auch sehr gerne. Dann gehe ich als zweites nach links. Ja, und dann probiere ich noch die Mitte aus. Und das mache ich jetzt mit diesen 3 Ebenen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ich habe 7 und 8. Ja? Kannst auch mal 7 und 8. Geht auch. Und auf mein Kommando bei 7 und 8 bist du mit deinem Freestyle dran. So komplett vorne. Ganz langsam. Ganz soft. 5, 6, 7, 8. Wir haben 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 und 8 Knie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und runter. 1, Welle, 2, 3 und Sprung und Bounce. Bounce, Bounce und Sprung. Und 1, 2, 3 und 4, 5, 6, 7 und 8. Na, wie hat es sich angefühlt? Am Freestyle darfst du rumfeilen. Freestyle kannst du dir auch noch morgen überlegen. Vielleicht gefällt dir übermorgen was anderes. Deshalb nennt sich das Freestyle. Du darfst reinbauen, was du möchtest. So, jetzt würde ich vorschlagen, machen wir das Ganze einfach ein bisschen schneller. Also unsere gesamten 4 Achter, unseren kompletten Tanz. Dafür würde ich dich wieder nach hinten bitten. Wir beginnen mit unseren 3 Schritten nach vorne. Auf mein Kommando. Jetzt ein bisschen schneller. 5. 5. 6. 5. 6. 7. 8. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Und 8. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Und 1. 2. 3. 4. 5. 6.
nehmen. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Super. Das kannst du jetzt ein paar Mal noch üben. Meinen Kids sage ich so in der Regel, übst doch so 10 Runden. Und danach kann man es garantiert auswendig. Zeit zum Runterkommen. Cool down. Wichtig ist, wenn du nicht viel bewegt hast, bleib auch erstmal in Bewegung. Also tanz ein bisschen, wenn du magst. Dann gehen zur Seite. Mach gerne die Arme noch ein bisschen mit. Werd langsamer, laufe. Nimm die Beine auseinander. Und beweg wieder die Schultern. Das kennst du ja noch von vorhin, vom Warm-up. Wir sind relativ entspannt, locker. Atmen schön ein und aus, während wir die Schultern bewegen. 3, 2 und ein letztes Mal. Sehr gut. Die Übung von vorhin. Nehmen den ausgestreckten Arm unter das Kinn und drücken ein wenig. Wechseln auf die andere Seite rüber. Dafür nehmen wir den anderen Arm unter das Kinn und drücken wieder. Sehr gut. Erneut würde ich dich jetzt bitten, den Arm wieder hochzunehmen und den oberen Armteil bis zum Ellenbogen fallen zu lassen und dann am Ellenbogen leicht zu ziehen. Ich kann mich gerne nochmal für euch umdrehen. Dann kann man sich das schön anschauen und eventuell nochmal nachkorrigieren. Und auch da wechseln wir wieder die Seite und halten 5, 4, 3, 2, 1. Super. Eine Sache, die kennen wahrscheinlich viele aus dem Sportunterricht. Schränken die Finger, machen Buckel, soweit es geht. 3, 2, 1. Jetzt machen wir die entgegengesetzte Übung. Das Ganze machst du nach hinten hin. Da verschränkst du deine Finger und ziehst, soweit es geht, die Schulterblätter zusammen und hältst ein wenig. 3, 2, 1. Perfekt. Locker aus. Die Arme haben genug gearbeitet. Wir widmen uns den Beinen wieder zu. Dafür wieder die Beine bitte schön gerade halten und soweit es geht runter. Es ist wirklich nicht wichtig, das Bein anzufassen. Es ist auch nicht wichtig, auf den Boden zu kommen. Hauptsache, das Bein ist durchgestreckt und du gehst so tief, wie es nur möglich ist. Für die Geübteren, für die das locker ist, bitte geht mit euren Händen nach hinten. Sehr gut. Und wir wandern wieder zur Mitte. Auch da, wie gesagt, überhaupt nicht wichtig, ob du auf den Boden kommst. Und für die, die richtig gut sind, bitte mit den Händen nach hinten. Und wir wandern zur letzten Seite rüber und halten auch da noch ein wenig. Noch 3, 2, 1, geht zur Mitte und komm Wirbel für Wirbel hoch, ganz langsam. Super. Jetzt atmen wir noch einmal schön ein. Lassen alles fallen und atmen wieder aus. Und atmen nochmal ein. Das hast du super gemacht. Und atmen nochmal aus. Und ein letztes Mal noch ein. Und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß hattest. Und atmen nochmal aus. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Üben. So. Wir sind jetzt am Ende angelangt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Guckt euch auf jeden Fall noch die anderen Videos an. Da ist mega cooler Content drin. Und vor allem schöne Ferien und bleibt gesund.